Ihr wollt ein neues Passwort erstellen und wisst nicht genau, wie das geht? Kein Problem. Zuerst klickt ihr oben rechts auf die drei Striche und geht auf Einstellungen. Dort könnt ihr im obersten Feld auch eine E-Mail-Adresse angeben. Das ist von Bedeutung, wenn ihr euch gar nicht mehr an euer Passwort erinnern könnt und ein neues braucht. Nachdem ihr euer altes Passwort eingegeben habt, könnt ihr euch ein neues ausdenken und eintippen. Wichtig, auch das neue Passwort sollte sicher sein. Verwendet also Groß- und Kleinschreibung sowie Zahlen und Ziffern. Zum Schluss nur noch auf den Button Speichern drücken und ihr habt euer Passwort geändert.